Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Ihr seht es schon, der gut aussehende junge Mann neben mir, Ernst Wolf, ist wieder zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ernst. Danke für die Einladung. Ja, wir wollen uns heute wirklich über ein aktuelles und wirklich relevantes Thema unterhalten, über das World Economic Forum. An dieser Stelle sei mal ganz schamlos Werbung gemacht für Ernst Wolfs neues Buch zu diesem Thema. Das habe ich nämlich gelesen und bin so auf die Idee gekommen, wir müssen dringend darüber heute sprechen. Ist wirklich gut. Es ist ja wirklich, das Buch ist so eine Art Chronologie eigentlich der Ereignisse, wie das World Economic Forum entstanden ist und wo diese Reise hinführte. Und ich bin ganz gespannt darauf, dass du uns heute mal in dieses Thema einführst und uns mal vielleicht so anfängerfreundlich erklärst, was ist das eigentlich, das World Economic Forum? Man hat es in den letzten 3 Jahren immer gehört, aber ich glaube, nicht jedem ist das so ganz bewusst, was das eigentlich für eine Institution ist. Also ganz kurz zusammengefasst ist das World Economic Forum die größte und mächtigste Lobbyorganisation, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Also die Organisation ist vor ungefähr 50 Jahren, also vor genau 52 Jahren gegründet worden oder inzwischen 53 Jahren, und zwar von einem deutschen Professor in der Schweiz. Und das Interessante ist, die war am Anfang, hieß die auch noch nicht die Organisation World Economic Forum, sondern European Management Forum. Die erste Veranstaltung fand 1971 in Davos statt. Und zu dieser ersten Veranstaltung hat Klaus Schwab, der Gründer, es geschafft, mehr als 400 Spitzenmanager aus Europa zusammenzubekommen, die für 2 Wochen da mehr oder weniger zu kasernieren und dort den 50 wichtigsten Rednern ihrer Zeit zuzuhören. Und für mich hat sich dann als allererstes mal die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ein 32-Jähriger mit ganzen 5 Jahren Berufserfahrung es schafft, so viel Macht in seine Hände zu bekommen, dass er diese ganzen Leute für 2 Wochen aus ihrem Beruf ziehen kann. Also das war die Zeit vor den Handys. Diese Leute, also das waren wirklich die absoluten Spitzen der Industrie, die haben sich für 14 Tage aus dem normalen Leben verabschiedet und sich von ihm da und von seinen Rednern wichtige Dinge offensichtlich erzählen lassen. Und da bin ich mal der Geschichte des Klaus Schwab nachgegangen und habe festgestellt, der gute Mann hat 2-mal studiert. Also einmal hat er Betriebswirtschaft studiert und dann hat er auch einmal noch Ingenieurswissenschaften studiert. Aber interessanterweise ist er dann mal für ein Jahr an der Harvard-Universität gewesen und hat da ein Jahr lang studiert. Und zwar hat er das auf eine raffinierte Art und Weise gemacht. Eigentlich hätte er 2 Jahre für seine Kurse gebraucht, aber er hat das so geschickt gelegt, dass er in einem Jahr durch war. Und das ist offensichtlich dem Dekan der Universität aufgefallen. Das ist offensichtlich auch einigen seiner Professoren aufgefallen. Und interessant sind die Namen dieser Professoren. Also der wichtigste Name unter diesen Professoren ist Henry Kissinger, also die große graue Eminenz des letzten Jahrhunderts. Der zweitwichtigste Name dürfte John Kenneth Galbraith gewesen sein. Das ist der Berater mehrerer Präsidenten, unter anderem von Präsident Kennedy. Und der dritte ist ein Zukunftsforscher, der damals sehr mächtig gewesen ist. Das war Herman Kahn. Der hat sich also mit der Fortentwicklung der Technologie beschäftigt. Und Herman Kahn war gleichzeitig auch Berater des amerikanischen Verteidigungsministeriums und ein vehementer Befürworter eines Atomschlages gegen Vietnam. Diese 3 Männer hatten schon, bevor Klaus Schwab aufgetaucht ist, einen Plan. Und zwar gab es damals ein paar Probleme für die Amerikaner. Es gab ein Buch, was damals ein Weltbestseller war, von einem französischen Medienmogul und Politiker. Der hieß Jean-Jacques Servan-Schreiber, die amerikanische Herausforderung. Und darin haben sich also mehr oder weniger europäische Manager darüber beklagt, dass die Amerikaner ihnen das Geschäft vermiesen und den Markt weltweit beherrschen. Und da sind die auf diese raffinierte Idee gekommen, diesen Leuten ganz einfach amerikanische Managementmethoden anzubieten und sie darin zu instruieren, um so praktisch die von hinten aufzurollen und sich gefügig zu machen. Und offensichtlich ist Klaus Schwab da genau der richtige Mann an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit gewesen. Man hat diesen Mann ganz offensichtlich instrumentalisiert, weil ein einziger hätte dieses Forum damals niemals organisieren können. Interessant ist auch noch, dass er das Forum, also dieses European Management Forum, einen Tag nach Abschluss dann als Stiftung in der Schweiz hat registrieren lassen. Und dass sofort damals die EG-Kommission, also die Vorläuferin der EU-Kommission,
die Schirmherrschaft über das Ganze übernommen hat. So wie auch der Schweizer Staat dann später die Schirmherrschaft übernommen hat. Also er ist von den ganz Großen dann immer protegiert worden. Das ist ja auch, das finde ich jetzt wirklich spannend, weil heute tritt das World Economic Forum ja auch durch solche Institutionen wie diese Young Global Leaders selber in Erscheinung, also insofern in Erscheinung, als dass es künftige Funktionäre praktisch auswählt und auf Bahn bringt, in die Karrierebahn bringt, und dass das schon am Anfang eigentlich mit Schwab selber so geschehen ist. Das finde ich jetzt ja, interessant. Genau, das ist eigentlich eine Doppelung. Also Schwab ist praktisch der erste Young Global Leader dieser Welt gewesen. Und genau. Seine Lehrer waren damals eben die drei Männer, die ich gerade genannt habe. Offensichtlich ist ihm das auch im Kopf geblieben, weil er hat ja mit den Global Leaders for Tomorrow dann im Jahr 1992 begonnen und dann in diesem Jahrtausend mit den Young Global Leaders. Und er hat es ja wirklich unglaublich weit gebracht. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, zu den Young Global Leaders und zu den Global Leaders for Tomorrow gehören so wichtige Namen wie Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Juan Manuel Barroso, Emmanuel Macron, da gehört Rishi Sunak dazu, da gehört die Frau Ardern in Neuseeland dazu, Justin Trudeau in Kanada. Also die Liste ist inzwischen endlos. Und alleine an dieser Liste kann man sehen, welchen ungeheuren politischen Einfluss das World Economic Forum gewonnen hat. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich der wirtschaftliche Einfluss. Ich würde dir noch ganz kurz mal einhaken, was ich auch interessant finde oder an mir selber gemerkt habe. Bis zu der Corona-Krise und wo dann der Schwab öfter mal in den Medien aufgetaucht ist, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich den Namen noch nie zuvor gehört, obwohl ich mich eigentlich für relativ gut in zeitgeschichtlichen Fragestellungen informiert halte, aber das gestehe ich ganz offen ein. Also obwohl das diese mächtige Lobbyorganisation ist, ist sie trotzdem vielen Menschen, glaube ich, denen geht's, wie es mir ging, gar nicht so sehr im Bewusstsein. Das ist erst so in der letzten Zeit eigentlich gekommen. Ja, das ist hauptsächlich deswegen gekommen, weil Klaus Schwab das Buch The Great Reset geschrieben hat. Und dieser Great Reset ist ja überall in der Welt jetzt rumgegangen. Und dadurch ist Klaus Schwab ja ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden. Und ich glaube, das ist auch das große Problem des World Economic Forums, weil das hat eigentlich davon profitiert, dass es ganz ruhig im Hintergrund agieren konnte, da die Fäden ziehen konnte, unglaublich viel Macht akkumulieren konnte. Und jetzt steht das so mehr oder weniger im Fokus der Öffentlichkeit. Man sieht ja auch, dass die ganzen gekauften Medien versuchen, das Ganze herunterzuspielen. Also der Grundtenor jetzt nach der Veranstaltung in Davos weltweit in den Mainstream-Medien war, so wichtig ist diese Organisation nicht. Gut, die treffen sich einmal in Davos, da treffen sich die Mächtigen und Reichen genau. Und feiern da so ein paar Partys. Aber man muss wissen, dass diese Veranstaltung in Davos nur die absolute Spitze des Eisbergs ist. Also dahinter verbirgt sich unendlich viel mehr. Davos ist übrigens auch nicht das allergrößte Treffen. Das allergrößte Treffen findet jedes Jahr in China statt, in den Großstädten Dalian und Tianjin. Und da hält die Eröffnungsrede nicht etwa Klaus Schwab, sondern immer der chinesische Premierminister. Also diese Beziehungen des WEF zu China, die sind eigentlich auch unglaublich interessant, weil die schon sehr früh geknüpft wurden. Also noch bevor die Chinesen die Planwirtschaft abgeschafft und die Marktwirtschaft eingeführt haben, war Klaus Schwab mit seiner Organisation schon in China vor Ort. Vor allem, das ist ja auch in deinem Buch ganz deutlich geworden, das finde ich sehr interessant. Diese Institution gibt es jetzt seit ungefähr 50 Jahren und sie hat seitdem jährlich eigentlich das Weltgeschehen maßgeblich mitbestimmt. Und das ist, wie gesagt, vielen Menschen gar nicht so im Bewusstsein. Also große Ereignisse wie der Zusammenbruch der Sowjetunion, Perestroika, Glasnost, das hängt alles mit dem World Economic Forum zusammen. Ja, für die Deutschen besonders interessant ist, dass die deutsche Wiedervereinigung, also vom World Economic Forum, mehr oder weniger organisiert wurde. Weil der Mauerfall 1989 hat ja dazu geführt, dass damals die Frage der deutschen Wiedervereinigung auf die Tagesordnung der Geschichte gerückt wurde. Und es gab damals ja große Widerstände. Also die französische Regierung unter Mitterrand war absolut gegen die Wiedervereinigung. Die britische Regierung unter Frau Thatcher war auch absolut dagegen. Die Amerikaner haben sich da so ein bisschen zurückgehalten. Und da Klaus Schwab ja immer hervorragende Beziehungen zu den Amerikanern hatte, ist er offensichtlich beauftragt worden, damals diese deutsche Wiedervereinigung zu organisieren. Das erste Treffen zwischen dem deutschen Kanzler Helmut Kohl damals und dem letzten starken Mann der DDR, Hans Modrow, hat in Davos im Beisein von Klaus Schwab stattgefunden. Und das Ergebnis dieser ganzen Sache war, dass die DDR damals aus der NATO, aus dem Warschauer Pakt ausgetreten ist und dass Gesamtdeutschland dann Teil der NATO geblieben und geworden ist. Das ist natürlich eine riesige, eine wichtige Entscheidung von unglaublicher politischer Tragweite. Und da war ganz an den Hebeln im Hintergrund, saß Klaus Schwab.
Was ich auch interessant fand, du beschreibst ja wirklich die chronologische Entwicklung des WEF. Und da fiel mir einmal auf, in deinem Buch schreibst du es bei einem der frühen Treffen, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar das erste war, da war der Otto von Habsburg zugegen. Das ist ja auch eine sehr interessante Person, die immer mal wieder in der Geschichte im Hintergrund auftauchte. Ja, ganz genau. Ja. Also einer der führenden Adligen aus Europa. Aber diese ganzen Adligen, die spielen im Hintergrund sowieso eine große Rolle, weil die haben natürlich immer noch unglaublich viel Geld. Also wenn man sich Bei dem Habsburg stieß mir das nur so auf, weil der ja auch für diese Pan-Europa-Idee so vehement eintritt, ne? Ja, ganz genau. Das passte natürlich wunderbar in das Konzept der EG und das Konzept der Mächtigen und der Herrschenden, weil wir sehen ja, dass immer mehr Kompetenzen aus den einzelnen Ländern ausgelagert werden und nach Brüssel gehen. Und das hat natürlich auch so seinen Grund, weil die Regierungen werden dadurch viel weniger angreifbar. Also wenn unsere Regierung sich dahinter verstecken kann und sagen kann, pass mal auf, die Anweisung, die kommt aus Brüssel, dann lohnt es sich nicht mehr, wenn in Berlin 1 Million Leute zu demonstrieren. Dann wird denen einfach gesagt, ja, da können wir nichts dafür. Diese Anweisung kommt aus Brüssel. Das ist übrigens eine Entwicklung, die weltweit in allen Bereichen im Moment vorangetrieben wird. Also zum Beispiel gesundheitliche Entscheidungen, das wissen die meisten noch gar nicht, sind jetzt fast ganz in die Hand der WHO gelegt worden. Also bei der nächsten möglichen Pandemie wird nicht mehr unsere Bundesregierung entscheiden, was hier in Deutschland passiert, sondern das wird die WHO entscheiden, sodass die Bundesregierung dann sagen kann, ja, da gibt es eine Organisation woanders, dann müsst ihr euch an die wenden, wenn ihr gegen diese ganzen Maßnahmen demonstrieren oder protestieren wollt. Böse Zungen könnten jetzt ans Dritte Reich und den Vorgang der Gleichschaltung denken. Ja, ich muss sagen, das, was wir erleben, ist eine viel schlimmere Gleichschaltung als im Dritten Reich. Und zwar, ich will das Dritte Reich jetzt nicht irgendwie da relativieren, die Grausamkeiten des Dritten Reiches, aber die Möglichkeiten der Herrschenden sind natürlich heute unendlich viel größer. Also da aufgrund der Digitalisierung haben die Möglichkeiten, von denen Hitler, Goebbels und Göring nur geträumt haben. Was ich auch interessant fand, es gibt, also vielleicht kannst du, bevor ich darauf eingehe, nochmal erklären, was sind diese Programme Young Global Leaders und da gibt es ja noch das andere, ich glaube Leaders for Tomorrow oder so. Global Leaders for Tomorrow, also das ist in den 90er Jahren damals eingerichtet worden und da hat das World Economic Forum angefangen, politische und Wirtschaftsführer auszubilden und praktisch mit seiner Ideologie dann bekannt zu machen. Also die Grundideologie des World Economic Forum ist die ja des sogenannten Stakeholder Capitalism. Also Stakeholder Capitalism ist das ideologische Grundbekenntnis von Klaus Schwab. Das hat er sogar formuliert, bevor er damals seine erste Sitzung 1971 abgehalten hat, und zwar in einem Buch, was er 1969 veröffentlicht hat. Also damals stieg ja der Neoliberalismus immer weiter auf und es gab sehr große Kritik am Neoliberalismus und im Zusammenhang mit der Kritik am Neoliberalismus auch große Kritik am Kapitalismus. Und da hat Klaus Schwab dann gesagt, ja, es gibt eine besondere Form von Kapitalismus, das ist der Stakeholder-Kapitalismus und auf den sollten wir uns stürzen und den sollten wir überall propagieren. Das ist der sogenannte Kapitalismus der Anspruchberechtigten. Also da soll es dann nicht nur darum gehen, möglichst die Profite zu erhöhen. Also das Glaubensbekenntnis der Neoliberalen war, Wirtschaftsführer haben nur eine Verpflichtung, die müssen die Profite und die Profite der Aktionäre erhöhen. Und Klaus Schwab hat dann gesagt, nein, wir müssen uns kümmern um die Umwelt, wir müssen uns kümmern um die Angestellten, wir müssen uns kümmern um die Wirkungen, die unsere Maßnahmen haben. Also das war, der hat es sehr raffiniert gemacht. Er hat damals die ganze linke Kritik am Kapitalismus aufgenommen, aber sie mit dem Kapitalismus zusammengebracht und einfach so als moralische Instanz über alles rübergesetzt und hat gesagt, wir müssen danach streben, eine bessere Welt zu geben. Und das ist ganz, ganz interessant, das wurde auch in deinem Buch deutlich, das ist ja auch eine Strategie des World Economic Forums, dass man dann auch so NGOs und so Bewegungen aus der Gesellschaft irgendwie einfängt, deren Führer einlädt, mit einbettet. Das heißt, man hat eigentlich dem rauen Kapitalismus so einen Zuckerguss gegeben. Ganz genau, das ist sehr raffiniert gemacht worden. Und zwar hat das Ganze angefangen 1973. Damals gab es den Putsch in Chile und der ist natürlich mit sehr viel Grausamkeiten verbunden worden. Also für die jüngeren Zuschauer, damals ist ein sozialistischer Präsident in Chile ermordet worden. Es hat einen Staatsstreich gegeben des Militärs unter einem General namens Pinochet. Und der hat damals zum Beispiel tausende linker Studenten in einem Fußballstadion zusammentreiben lassen und hat Hinrichtungen da vollziehen lassen. Also es war eine sehr grausame Machtübernahme und die hat natürlich ungeheuer viel Kritik hervorgerufen. Anschließend hat dieser General dann die
Propagandisten des Neoliberalismus von der Chicago School of Economics ins Land geholt. Und die haben dann wirtschaftliche Maßnahmen durchgesetzt, die der Elite in Chile unglaublich genützt haben und die dem normalen Volk die Lebensbedingungen ganz gewaltig erschwert haben. Und das ist natürlich mit einer Riesenwelle der Kritik in der Welt verbunden worden, einhergegangen. Und darauf hat Klaus Schwab damals reagiert, indem er einfach einen Kirchenmann aus Brasilien hat auftreten lassen, der damals die Herrschenden und die Mächtigen wüst angegriffen hat und gesagt hat, das wäre alles ganz grausam, hat allerdings in seiner Rede Chile selber gar nicht erwähnt. Aber für Klaus Schwab hat das wohl offensichtlich einen Anstoß im Kopf gegeben, dass das die richtige Strategie ist. Und von da an sind bei fast jeder Sitzung des World Economic Forums in Davos irgendwelche Kritiker aufgetreten. Also das in den letzten Jahren waren da zum Beispiel die Kritiker von Occupy Wall Street auch eingeladen. Viele von denen sind heute völlig systemkonform. Und der größte Erfolg, muss man sagen, den hat Klaus Schwab verbucht in Bezug auf die grüne Bewegung. Also die grünen Politiker waren natürlich früher ganz große Kritiker des Kapitalismus und auch der Auswirkungen des Kapitalismus. Und das sind heute praktisch seine Marionetten. Also wenn wir sehen, dass Politiker wie Frau Baerbock oder Cem Özdemir oder auch Herr Habeck wird ja jetzt als Contributor des WEF geführt. Also diese Leute haben sich seiner Agenda zu 100% unterworfen und geben dieser Agenda natürlich auch ein Feigenblatt. Das erinnert mich fast schon, dass man da solche Leute einlädt, die dann Kritik üben, wie so diese Selbstkritik. Orgien, wollte ich fast gerade sagen, so in so kommunistischen Parteien in China oder in der Sowjetunion, wenn dann die Funktionäre da Kritik an sich üben müssen, aber eigentlich geht's dann weiter wie gewohnt, es ist nur so eine Schaukritik. Ja, man muss sagen, dass Klaus Schwab ja ein großer Anhänger der chinesischen Führung ist und die chinesische Führung immer gut geheißen hat und also für diesen Überwachungsstaat eintritt, der meint, also Klaus Schwab ist einer, der sagt, also die Elite muss die Zukunft der Welt bestimmen. Also das Fußvolk, also 98 oder 99,5% der Welt haben eigentlich nichts zu sagen. Und er kümmert sich um die Elite und er sagt der Elite, wo es lang geht. Das kann man auch nachweisen. Man muss einfach sich nur mal angucken, wer sind die Partner des WEF. Die Partner des WEF seit Jahrzehnten sind etwa 1000 Großunternehmen. Das sind Unternehmen mit Milliardenumsätzen. Und diese Unternehmen hohe fünfstellige Beträge für ihre Mitgliedschaft. Und dann gibt es noch 120 sogenannte strategische Partner, die zahlen sogar sechsstellige, ganz hohe Beträge, um Mitglieder zu sein. Die bekommen dann von Klaus Schwab alle möglichen Insider-Informationen, haben dann das Recht, mehrere Leute zu diesen Veranstaltungen zu schicken. Man muss wissen, dass ein Privatmann, der in Davos zum Beispiel bei der Veranstaltung teilnehmen möchte, dafür 250.000 Euro oder Dollar auf den Tisch legen muss. Also da kommt der normale Mensch nicht rein. Und wenn man diese ganzen großen Organisationen sich ansieht und wenn man dann auch nochmal guckt, wer im Vorstand des WEF sitzt, dann weiß man, wem diese Organisation dient. Das Wichtige dabei ist, der Mittelstand ist nirgendwo auch nur mit einer einzigen Person vertreten. Es sind nur die Großunternehmen und die großen Organisationen. Und was den Vorstand angeht, da sind natürlich auch nicht nur Politiker drin, da sind nicht nur Wirtschaftsführer, da sind auch die Führer der wichtigsten Organisationen weltweit drin, unter anderem des IWF, der EZB, der WTO, also der Welthandelsorganisation, der Impfallianz Gavi, ganz interessant, und der NATO, also der gegenwärtige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist auch im Vorstand des WEF vertreten oder war zumindest eine ganze Zeit lang da drin vertreten. Und der war übrigens auch vorher einmal Vorsitzender der Gavi, also der globalen Impfallianz. Also das rückt auch die ganze Gesundheitskrise der ganzen letzten 3 Jahre in ein ganz besonderes Licht. Interessant finde ich ja auch, der Schwab veröffentlicht ja auch regelmäßig mal Bücher. Und da habe ich immer gedacht, Mensch, jetzt nicht, das ist ein klasse Typ, aber ich habe gedacht, Mensch, der ist ja ziemlich talentiert zumindest, hat das WF organisiert, ist Autor, ist dies und jenes. Und dann wurde mir bei der Lektüre deines Buches deutlich, der hat ja immer Co-Autoren. Der schreibt ja die Bücher gar nicht selbst, sondern immer mit einem anderen zusammen, aber oben steht dann Klaus Schwab drauf. Also man kann vielleicht auch davon ausgehen, dass der da gar nicht so viel vielleicht zu diesen Büchern beigetragen hat. Na, ich denke, der wird auch gar nicht die Zeit haben, sich dahinzusetzen und monatelang an einem Buch lange zu arbeiten. Also jeder, der Bücher geschrieben hat, weiß ja, dass man das nicht einfach so macht, dass man sich abends hinsetzt und ein paar Sätze da in seinen Computer reintippt. Also da braucht er sowieso Hilfe. Aber man darf den Mann nicht unterschätzen. Also ich glaube, der Mann hat schon ein paar Fähigkeiten, die ihn in diese Position gebracht haben. Also der Mann hat zumindest sehr, sehr früh erkannt, wo der technologische Zug hingeht.
Also der hat in ganz frühen Jahren schon erkannt, was die Digitalisierung bedeutet. Also noch bevor er überhaupt mit seinen Aktivitäten angefangen hat, noch bevor er mit Kissinger und Galbraith in Kontakt gekommen ist, hat er damals mal eine Publikation veröffentlicht, wie wichtig die Digitalisierung im Bereich der Industrie werden könnte. Und auf diesen Zug ist er damals aufgesprungen und da ist er bis heute drauf geblieben. Nur leider, also was ganz gefährlich ist, der hat alle diese Entwicklungen immer positiv unterstützt und ist heute inzwischen ein bekennender Transhumanist, der also dafür ist, dass die digitale und die biologische Sphäre in Zukunft miteinander verschmelzen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz abartige Vorstellung für die Zukunft und eine unglaublich gefährliche dazu, weil die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre ist eigentlich die im Hintergrund vollzogene, rasante Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz. Vor allem, das, ich meine, wenn so seine transhumanistischen Fantasien, wenn sich das auf seine Elite da beschränken würde und die das machen, also sich dann mit der KI vernetzen, mit dem Mikrochip, das wäre ja noch okay, wenn sie es wollen. Das Problem ist ja, sie wollen es den restlichen 99% der Menschheit aufzwingen, die sie ja beherrschen wollen und auch de facto beherrschen. Ja, ich weiß nicht, ob die meisten Leute das wissen, aber diese ganze künstliche Intelligenzagenda, die hat ja mehrere Stufen inzwischen durchgemacht. Also am Anfang hatten wir dieses Internet der Dinge, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass man mit seinem Handy dann seine Heizung zu Hause regulieren konnte, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, vorher den Kühlschrank anstellen konnte. Das war den Leuten dann alles sehr angenehm, das haben sie dann gerne hingenommen. Dann ging es aber weiter mit dem Internet of Bodies, das war dann schon die nächste höhere Stufe und die war dann schon ein ganzes Stück gefährlicher. Die ging einher zum Beispiel mit den Smart Pills, da kann man Leuten also Tabletten geben und diese Tabletten kann dann über das WLAN dem Arzt mitteilen, zum Beispiel, ob es einen Säureüberschuss im Magen gibt oder sowas. Also die können dann diagnostische Fähigkeiten entwickeln und unter Umgehung des Patienten tatsächlich den Arzt dann informieren. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, weil wenn das Zeug falsch eingesetzt wird oder zu Ungunsten des Patienten eingesetzt wird, dann ist das eine ganz schreckliche Form der Manipulation. Aber das geht leider inzwischen noch weiter. Das die neueste Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz ist das Internet of Behavior. Also da werden die Gehirnströme des Menschen nicht nur gemessen, sondern benutzt, um diesen Menschen zu manipulieren. Und man ist inzwischen so weit, dass man die Gemütszustände des Menschen ganz klar über diese Wellen erkennen kann und natürlich auch beeinflussen kann. Also das ist natürlich eine ganz grauenvolle Vorstellung, dass man sich, man muss sich ja mal ausmalen, was da passieren kann. Also wenn es den Leuten dann besonders schlecht geht, dann kann man denen über die Frequenzen ihrer Hirnströme, kann man deren Gemütszustände dann verändern. Also so, dass sie dann also praktisch, wenn sie arbeitslos werden, dann nicht unglücklich darüber sind, sondern sich sogar noch darüber freuen können. Also diese Manipulationsmöglichkeiten, die sind ungeheuerlich. Oder wenn sie zum Beispiel Soldaten in einem Schützengraben sind und unglücklich sind. Ganz genau. Das ist da tatsächlich diabolisch. Was mich nochmal grundsätzlich interessieren würde, jetzt ist das World Economic Forum ja nicht die einzige Lobbyorganisation dieser Art. Es gibt noch den Club of Rome, es gibt noch die Bilderberger Konferenzen. Und wie siehst du da inwiefern unterscheidet sich das World Economic Forum zum Beispiel von den Bilderbergern und wie hängen die miteinander zusammen? Das ist ja derselbe Personenkreis, nehme ich mal an, mehr oder weniger, der sich da versammelt. Ja, ich denke, das World Economic Forum hat inzwischen mehr als das Hundertfache an Macht in seinen Händen. Also die Bilderberger spielen heute ganz gar keine große Rolle mehr. Und das Gleiche gilt auch für den Club of Rome. Ich meine, der Club of Rome sitzt heute in irgendeinem Nebenstraße im schweizerischen Winterthur. Also da sind ja auch die Spitzenkräfte alle inzwischen verstorben. Der große Trumpf in der Hand von Klaus Schwab ist natürlich, dass er so alt geworden ist und dass er praktisch jetzt also mehr oder weniger 50 Jahre eine wichtige Rolle in der Weltgeschichte gespielt hat. Und deswegen also auch praktisch so der Senior Fellow in dieser ganzen politischen und wirtschaftlichen Kultur geworden ist. Also es gibt keinen Unternehmer, es gibt keinen Politiker, der nicht viel jünger ist als er und der nicht weiß, dass seine Vorgänger schon von Klaus Schwab dirigiert wurden. Also der Mann hat natürlich eine persönliche Macht über diese ganzen Leute aufgrund seiner Erfahrung alleine schon und dann natürlich aufgrund seines Stabes von Mitarbeitern. Also der schart um sich herum natürlich die allerwichtigsten Leute der Welt. Und es gibt einige Organisationen, die der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt sind. Da gibt es die Organisation GULF, zum Beispiel GULF. Das ist die Global University Leaders, das Global University Leaders Forum.
Da sind die Führer der wichtigsten Universitäten der Welt versammelt. Also das sind die Rektoren von Stanford, von Harvard, Yale, Princeton, aber auch von größeren Universitäten in China und in Japan. Also das sind Leute, die kann Klaus Schwab über sein Handy anrufen und sagen, pass mal auf, ich brauche eine Information darüber und eine Information darüber. Und die haben natürlich den direkten Kontakt zu den absoluten Spitzenkräften der Wissenschaft in aller Welt. Also ich meine, da läuft bei Klaus Schwab unglaublich was zusammen. Wer die Universitäten steuern oder beeinflussen kann oder auf Richtung bringen kann, auf Linie bringen kann, der hat ja auch eine unheimliche Macht über das Denken von Massen, über das, was dort gelehrt und geforscht wird, was Studenten dort an Wissen erwerben. Das würde ich gar nicht mehr unterschätzen. Es heißt ja nicht umsonst, Wissen ist Macht. Und wenn man dieses Wissen steuern kann, hat man zumindest eine große, indirekte und sehr langfristig wirkende Macht über weltweit. Was mich noch sehr interessieren würde, wir haben ja schon rausgearbeitet, dass Schwab selber wohl am Anfang des World Economic Forums, als es auch noch anders hieß, dass er selber eine Art Marionette war oder jemand, der in eine Position gebracht wurde. Wann siehst du denn so diesen Wechsel von der Marionette zum Puppenspieler? Wann ist er denn selber so aufgestiegen, dass er jetzt selbst so ein großer Akteur wurde? Ja, man muss sehen, dass er auch heute noch eigentlich beides ist. Er ist einmal der Puppenspieler, also was die Politik angeht, ist er da ist er der absolute Puppenspieler. Also die Leute, die hören ihm, gehorchen ihm praktisch aufs Wort. Es gibt da ja auch ein paar Videos im Internet. Da gibt es ein Video zum Beispiel, wie er mit dem Präsidenten von Costa Rica zusammensitzt und sich vor dem so ein bisschen aufspielt. Das wirkt so, als wenn ein Oberlehrer mit einem Schüler spricht. Und ich denke, das wird bei den anderen nicht anders sein. Also wenn man sieht, wenn die Videos man sich mal ansieht von ihm und Justin Trudeau. Also Justin Trudeau wirkt da wie ein Oberschüler, der zu seinem Rektor geht und von dem sich sagen lässt, was er dann als nächstes zu tun hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Klaus Schwab selber auch eine Marionette, und zwar eine Marionette des digital-finanziellen Komplexes. Also das ist die Macht, die die Welt im Moment regiert. Also der digitale finanzielle Komplex, das ist die große Großmacht im Hintergrund der USA. Und dazu muss man ganz kurz mal in die Geschichte zurückgehen. Also das letzte Jahrhundert wird ja immer uns präsentiert als das amerikanische Jahrhundert. Und das heißt immer, die USA haben die Welt, sind die erste Supermacht der Welt. Die haben also alle Macht auf der Welt an sich gerissen. Ganz richtig ist das nicht. Es war nie das Weiße Haus, was diese Macht an sich gerissen hat. Im letzten Jahr war es die Wall Street, die diese Macht an sich gerissen hat. Es waren die Banken der Wall Street, die den Befehl gegeben haben, im Ersten Weltkrieg einzugreifen, im Zweiten Weltkrieg einzugreifen, die das neue Finanzsystem in Bretton Woods in die Welt gebracht haben. Die Politiker waren damals schon dieser Großmacht untergeordnet. Aber diese Großmacht hat sich verändert. In unserer Zeit sind es nicht mehr die Banken der Wall Street, sondern es sind die großen Vermögensverwalter, die Macht an der Wall Street übernommen haben. Und das sind BlackRock und Vanguard. Die sind die größten Hauptaktionäre der ganzen Großbanken. Also ob das Citibank ist, ob das Goldman Sachs ist, ob das Bank of America ist. Man muss sich nur angucken, wer sind die Aktionäre. Und da stehen immer BlackRock und Vanguard mit ganz oben an der Spitze. Gleich kurz danach gefolgt von Fidelity und State Street. Also das ist die große Finanzmacht unserer Zeit. Und dann hat sich ja in den letzten 50 Jahren eine neue Weltmacht herausgebildet, und das ist der digitale Komplex. Das sind die großen Digitalkonzerne, die ja erst Mitte der 70er Jahre entstanden sind. Aber die haben natürlich heute eine ungeheure Macht. Also die wichtigsten da an der Spitze sind die drei A's, das ist Alphabet, Amazon und Apple, und dann die zwei M's, das ist Microsoft und Meta. Diese fünf Unternehmen zusammen sind für mich die stärksten im Digitalbereich. Und interessant ist, dass deren Hauptaktionäre mit Ausnahme von Meta wiederum BlackRock und Vanguard sind. Also da hat sich ein Kartell gebildet, was größer und stärker und mächtiger ist als irgendein Kartell in der gesamten Geschichte der Menschheit. Was ja auch interessant ist, wenn du schon die Geschichte der Menschheit ansprichst, gucken wir jetzt mal aufs 18. Jahrhundert. Da gab es natürlich auch schon Banker etc., aber dann gab es einen absoluten Monarchen, und das Volk wusste irgendwo dort, zum Beispiel in Versailles, ist das Zentrum der Macht und den müssen wir stürzen. Gut, ganz so einfach war es natürlich auch damals schon nicht, aber die Machtverhältnisse waren, glaube ich, trotzdem noch für die Menschen transparenter als heute. Heute ist das alles so verschachtelt, internationalisiert, globalisiert, wie du schon beschrieben hast. Es sind Kartelle. Wie kann der Otto Normalverbraucher überhaupt
noch da durchblicken, von wem er regiert und gelenkt wird. Und es ist ja kaum möglich. Und dementsprechend kann er auch nicht dagegen vorgehen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem unserer Zeit. Also diese unvorstellbare Machtkonzentration. Also wir haben über die letzten Jahrhunderte eine immer stärkere Machtkonzentration erlebt. Aber diese Machtkonzentration hat in den letzten 50 Jahren und insbesondere in den letzten 3, 4 Jahren unglaublich zugenommen. Also es sind einige Leute ja unvorstellbar reich geworden. Und es haben einige Leute unvorstellbar viel Macht in ihren Händen akkumulieren können. Also ein Beispiel oder ein deutliches Anzeichen dafür ist ja die Gesundheitskrise gewesen, die wir hinter uns haben. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gewesen, dass fast alle Staaten auf der Welt in die gleiche Richtung gelaufen sind. Und für mich ist das ein ganz deutliches Anzeichen dafür, dass es irgendjemand im Hintergrund geben muss, der diese ganzen Regierungen in diese Richtung gedrängt hat. Und wenn man sich da mal ein bisschen informiert, dann weiß man sofort, das waren die großen Digitalkonzerne und das waren die großen Finanzkonzerne, die großen Vermögensverwalter. Die zusammen können nämlich jeden Markt der Welt in jede Richtung bewegen. Die haben die Zentralbanken inzwischen in ihrer Hand und die können natürlich über die digitale Sphäre, können die jedes Land sofort in die Enge und mit dem Rücken zur Wand bringen. Also man hat da Druckmittel heute, die man früher nicht gehabt hat. Und wir sehen ja auch, wie diese Druckmittel ausgenutzt werden. Wer sich ein bisschen auskennt, und da gehörst du ja auch zu den Leuten dazu, der weiß, wie heute zensiert wird. Der normale Durchschnittsbürger bekommt das nicht mit. Also wir erfahren das am eigenen Leib. Ich merke, wenn bei mir ein Video wieder gelöscht wurde oder wenn irgendetwas manipuliert wurde, in dem ein bestimmter Satz oder ein bestimmtes Wort einfach ausgeblendet wurde, da ist die künstliche Intelligenz schon unglaublich am Werk. Aber das bekommt der normale Mensch, von dem du gerade gesprochen hast, der bekommt das alles nicht mit. Und deswegen finde ich, dass in unserer Zeit das so ungeheuer wichtig ist, die Leute über diese ganzen Vorgänge im Hintergrund aufzuklären. Vor allem auch mal diese Illusion zu nehmen, dass die Staaten noch so eine große Rolle spielen und die Regierungen der Staaten. Ja, das ist ja, was man so naiverweise, wenn man das Schulsystem durchlaufen hat in Deutschland, glaubt. Wir hätten da eine gewählte Regierung und die regieren uns. Die verwalten uns ja nur. Ja, so interessant muss man ist, dass sehen. Die wirklichen Machthaber heute ja nicht mehr gewählt sind. Also weder die Chefs der Zentralbanken sind gewählt, noch sind die Chefs der EU-Kommission zum Beispiel gewählt, noch sind die Leute von der WHO gewählt, aber denen wird immer mehr Macht in die Hände gegeben. Ganz einfach, wenn man auf diese Weise auch die letzten Reste des Parlamentarismus, die wir noch kennen, der auf diese Art und Weise dann kaltstellen kann. Ja, was ich auch ganz interessant fand, das mag jetzt vielleicht eine nicht ganz so wichtige Person sein, aber ich fand es irgendwie kurios. Du hast ja in dem Buch mehrere dieser Young Global Leader benannt, die dieses Programm durchlaufen haben und ich war dann sehr stutzig. Du hast geschrieben, dass ich glaube 1998 Michael Jackson dort seine Ausbildung beendet hat. Das fand ich dann doch sehr interessant, weil er ja in den 90ern, das war ja wirklich die Hochzeit seiner Karriere, da war er der King of Pop, da war natürlich schon eine Figur, die auch einen gewissen Einfluss vielleicht aufs Denken und Fühlen durch seine Musik in der Welt hatte. Und ich habe dann plötzlich, als ich das gelesen habe, so einige seiner großen Hits mit anderen Augen gesehen, so wie den Earth Song, den 1995 oder Heal the World. Da gab es ja schon einige Stücke von dem als Pop-Titan, die ja so in Richtung einer Globalagenda sich vielleicht auch interpretieren ließen. Und wo man früher eher gedacht hat, oh, da ist jetzt so ein Pop-Titan und der übt Kritik an dem politischen Verhältnis. Aber wenn der dann Young Global Leader war, dann erscheint das in einem ganz anderen Licht. Ja, das ist ganz interessant, weil das World Economic Forum so eine Entwicklung durchgemacht hat. Also am Anfang ging es ja hauptsächlich um Wirtschaft. Dann ging es immer mehr auch um Politik. Man hat gemerkt, dass man die Politik im Sinne der Wirtschaft benutzen kann. Und dann so in den 90er Jahren hat man dann auch angefangen, die Wichtigkeit der Medien zu erkennen, die natürlich auch dramatisch zugenommen hat ab da ungefähr 2000 mit der Einführung des Internet. Und wie gesagt, Klaus Schwab ist jemand, der ganz schnell mitkriegt, wo die technologische Entwicklung hingeht. Und er hat natürlich damals gedacht, also gerade diese medialen Leute, die sind für mich ganz wichtig. Und da sind natürlich die Ikonen ganz wichtig gewesen. Also Michael Jackson ist nicht der Einzige. Michael Schumacher gehört dazu. Dann gehört Lance Armstrong dazu. Also da sind die großen Sportler auch mit reingenommen worden. Da sind Musiker wie Bono, ist einer der wichtigsten Repräsentanten des WEF und der Globalisierungsagenda. Also da hat man sich wirklich auch auf diesen Bereich verschleift. Und gleichzeitig hat man auch immer mehr so Moderatoren aus dem Fernsehen zum Beispiel genommen. Also wenige Leute in Deutschland wissen, dass Frau Sandra Maischberger zum Beispiel auch eine der Young Global Leaders vom WEF ist. Und dass viele Leute, die bei der CNN arbeiten zum Beispiel, dass die auch direkt verknüpft sind mit den Young Global Leaders.
Also wer heute wissen will, wer mit denen verknüpft ist, ganz oft reicht einfach die Eingabe des Namens im Internet und die Eingabe der 5 Buchstaben WEFORUM oder 7 Buchstaben sind es insgesamt. WeForum, das ist die offizielle Bezeichnung für das Internet, für das WEF im Internet. Und die haben eine Liste der Contributors, also der Beitragenden zu ihrer Agenda. Und da ist man oft sehr überrascht, welche Namen man da finden kann. Jetzt frage ich mich auch, wenn die dann so ein Programm durchlaufen, was lernen die da eigentlich? Also so Leute wie Michael Jackson oder unsere Außenministerin, denen traue ich jetzt nicht so unbedingt die intellektuellsten Höchstleistungen zu. Also was genau eigentlich wird da mit denen gemacht? Ja, ich denke, dass das Lernen da gar nicht das Wichtige ist. Ich denke, das Wichtige ist die Vernetzung. Also ich denke, wenn man da diese Leute dann 1, 2, 3 oder 4 Mal im Jahr zusammenbringt, und das ist ja nicht so, dass die dann ein Jahr irgendwie die Schulbank drücken müssen. Es ist ja so, dass diese Sachen so laufen, dass man sich dann irgendwo mal auf der Welt trifft für ein Wochenende oder vielleicht mal sogar für eine ganze Woche und da dann sich etwas erzählen lässt, meistens von irgendwelchen Professoren der Harvard-Universität oder von irgendwelchen wichtigen Leuten aus der Wirtschaft oder aus der Politik. Also das Wichtigste dabei ist aber die Vernetzung, dass die Leute dann untereinander ihre Handynummern austauschen. Wir wissen ja, wir haben ja auch in den Mainstream-Medien mitbekommen, dass innerhalb der Gesundheitskrise zum Beispiel Frau Merkel Herrn Gates ab und zu mal angerufen hat. Kein Wunder, die beiden waren in derselben Klasse vom WEF, nämlich in der Class of 93, also dem ersten Jahrgang damals. Und die haben natürlich ihre gegenseitigen Handynummern, können sich untereinander verständigen. Und das ist alles unendlich viel wichtiger. Also die geistigen Fähigkeiten dieser Leute sind heute gerade im Bereich der Politik vollkommen uninteressant. Also es ist eher. Da werden heute meistens relativ debile junge Menschen gesucht, die nämlich leicht zu manipulieren sind. Man muss sich nur die Interviews von Herrn Habeck ansehen, die Interviews von Frau Baerbock, dann weiß man, dass das wirklich unterdurchschnittlich intelligente Menschen sind. Ja, absolut. Also es geht mehr um die Clubmitgliedschaft. Es ist eigentlich sowas wie so ein Feriencamp für zukünftige Politfunktionäre. Interessant ist dabei noch, dass diese Kurse heute über wesentlich längere Zeiträume laufen. Also der Kurs, in dem Frau Baerbock steckt, der geht über 5 Jahre. Also sie hat 2020 angefangen und wird bis 2025 dabei sein. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, dass man diese Leute dann noch mehr, noch enger miteinander versetzt und noch mehr aufeinander reagieren lässt. Und vor allen Dingen, dass man deren Handlungen noch besser abstimmt. Weil ganz interessant ist die Koordinationsfunktion des WEF. Was die meisten Leute heute auch nicht wissen, ist, dass die wichtigste Agenda, die im Moment im Hintergrund läuft, nämlich die Vorbereitung der Einführung von digitalen Zentralbankwährungen, dass die vom WEF koordiniert wird. Also das WEF hat 2019 damit begonnen, die großen Zentralbanken zusammenzuführen, also deren Chefs zusammenzubringen, um dieses Projekt des digitalen Zentralbankgeldes, englisch CBDC, voranzutreiben. Das ist interessant, weil da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, diese tatsächlichen Langzeitziele des WEF. Du hast es jetzt schon angesprochen, das digitale Zentralbankengeld. Die Klimaagenda wäre ja auch noch zu nennen. Die Klimaagenda ist ganz wichtig, weil ich denke, dass jetzt also im Zuge der Gesundheitsagenda so langsam die Glaubwürdigkeit des Narrativs von der ultragefährlichen Krankheit zerfällt und man braucht dann ein neues Narrativ. Was die meisten Leute gar nicht gemerkt haben, ist, dass es in den letzten 3 Jahren überhaupt nicht um Gesundheit ging. Es ging um etwas ganz anderes. Es ging nämlich darum, die Menschheit an die Einführung von QR-Codes zu gewöhnen. Und QR-Codes sind nichts anderes als Zutrittsverweigerungen. Also mit einem QR-Code kann einem der Zutritt zu einer Versammlung oder der Zutritt zu bestimmten Räumen oder der Zutritt zu bestimmten Gesellschaften oder Parteien oder sonst was verweigert werden. Also damit kann man die Menschen kontrollieren. Und was wir jetzt im Moment im Rahmen der Klimaagenda hören, also diese CO2-Fußabdruck-Agenda, die wird natürlich darauf aufbauen, dass man diese QR-Codes dann einsetzt. Also wenn man uns allen tatsächlich irgendeines Tages nur noch erlaubt, 3 Tonnen CO2 zu verbrauchen und dann eine Art Ablasshandel damit betreibt, dann wird das über die QR-Codes geschehen. Also wir werden einen QR-Code bekommen, der wird dann immer berechnen, was wir eingekauft haben, was wir gemacht haben, wohin wir gereist sind. Und wenn dann die 3 Tonnen verbraucht sind, dann wird der auf Rot umgeschaltet und dann werden wir von allen möglichen Sachen ausgeschlossen werden. Also das haben die Leute in den letzten 3 Jahren nicht begriffen. Die haben wirklich gedacht, es geht um Gesundheit. Es ging nie um Gesundheit. Es ging einzig und allein um Kontrolle. Amen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, welche Rolle spielt der aktuelle Ukraine-Krieg in diesen Plänen des WEF? Welche Rolle spielt Wladimir Putin?
Das heißt ja, also offiziell taucht er ja nicht auf den Listen auf als Young Global Leader, aber es scheint wohl Äußerungen von Schwab gegeben zu haben in der Vergangenheit, wo er ihn als solchen bezeichnet hat. Wie schätzt du das alles ein? Was ist das für ein Krieg? Was passiert da gerade? Also erstmal muss man sagen, die Listen sind manipuliert inzwischen. Wir haben ja versucht, in meinem Buch da diese Listen einigermaßen wiederherzustellen, aber man kann da nicht mehr alles ganz nachverfolgen. Also dass Wladimir Putin einer der Young Global Leaders gewesen ist, hat Klaus Schwab in mehreren Interviews ganz offen deutlich von sich gegeben. Wladimir Putin hat mehrmals die Eröffnungsrede gehalten am WEF, war immer ganz eng und direkt vernetzt mit Klaus Schwab. Also da zweifle ich überhaupt nicht dran. Aber viele sagen ja jetzt im Moment, dass er so eine Art U-Boot gewesen ist, dass er sich jetzt von denen getrennt hat. Also ich halte das für ein ganz großes Märchen, was vollkommener Unsinn ist. Weil die wichtigste Agenda im Moment, das ist auch nicht der Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg ist nur ein Mittel zum Zweck. Die wichtigste Agenda im Moment ist tatsächlich die Vorbereitung der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und die wird in Russland genauso vorangetrieben wie im Westen oder wie in China. Also in China ist sie sogar am weitesten vorangetrieben bisher, aber die wird in Russland im Moment auch vorangetrieben. Und es gibt einen anderen Mann in Russland, der meiner Meinung nach eher wichtiger ist als Putin, und das ist Hermann Griff, das ist der Chef der Sberbank. Die Sberbank ist die größte Bank in Russland und die wichtigste Bank, also wichtiger als die Deutsche Bank in Deutschland. Und diese Bank arbeitet mit der Zentralbank, der russischen Zentralbank zusammen, und zwar unter Hochdruck an der Einführung von CBDCs, also von digitalem Zentralbankgeld. Also ich glaube, da wird die gleiche Agenda verfolgt. Natürlich hilft es unglaublich den Mächtigen, also dem digital-finanziellen Komplex, wenn die Leute, die diese Agenda eigentlich alle gemeinsam verfolgen, sich offiziell bekriegen. Weil das lenkt die Leute natürlich in einer unglaublichen Art und Weise ab. Wir haben ja nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern wir haben ja mehrere andere potenzielle Kriege, zum Beispiel auch Taiwan. Was die meisten Leute nicht wissen, uns wird vorgegaukelt, es gibt da riesige Differenzen zwischen den USA und China. Aber die USA und China, also die Großkonzerne, die Digitalkonzerne in den USA und China, arbeiten bei der Einführung der digitalen Zentralbankwährung in China zusammen. Das ist einfach unvorstellbar. Also es gab im vorletzten Jahr eine Veranstaltung in Beijing vom IFF, das ist das International Finance Forum. Da sitzen drin die Chefs der großen Finanzinstitute des Westens, aber auch die Führung der Kommunistischen Partei Chinas. Und da hat man gesprochen über die Einführung des E-Yuan. Und da hat man spekuliert, ob man diese Einführung vielleicht auf dem Netzwerk von Diem vornehmen sollte. Diem ist die Nachfolgewährung von Libra, also der Privatwährung von Mark Zuckerberg. Und man hat spekuliert, ob man das Ganze nicht vielleicht auf dem Netzwerk von Ethereum vornehmen könnte. Also da gibt es eine direkte Zusammenarbeit zwischen dem digital-finanziellen Komplex und der Kommunistischen Partei Chinas. Hintergrund ist der, Chinas Kommunistische Partei hat wesentlich mehr Macht in ihren Händen als alle Regierungen im Westen, weil die zentralistischen Strukturen des Maoismus übernommen haben. Aber die haben ein Riesenproblem mit ihrem eigenen digital-finanziellen Komplex. Und der ist natürlich, steht in Konkurrenz zu dem amerikanischen digital-finanziellen Komplex. Und da hat das Silicon Valley ganz einfach die Marschroute eingeschlagen. Wir verbünden uns mit der KP und machen die da drüben kaputt. Also Jack Ma zum Beispiel, der Chef von Alibaba, übrigens auch einer der Young Global Leaders, ist inzwischen in China kaltgestellt. Dafür ist die KP im Moment mächtiger denn je. Aber kommen wir zurück zum Ukraine-Krieg. Wem nützt der Ukraine-Krieg? Der Ukraine-Krieg nützt vor allem den großen Waffenherstellern, weil Waffen werden da in unendlicher Menge benutzt. Und dann gucken wir uns mal an, wer steckt hinter den großen Waffenherstellern. Das sind heute die großen Digitalkonzerne. Und als Geldgeber sind das die großen Vermögensverwalter. Das sind BlackRock, Vanguard und einige andere. Also es sind die gleichen Leute, die uns beherrschen, die auch an diesem Krieg verdienen. Und das Interessante am Ukraine-Krieg ist, dass nicht nur an der Vernichtung verdient wird, sondern dass jetzt auch noch die ukrainische Regierung ausgerechnet BlackRock damit beauftragt hat, den Wiederaufbau zu organisieren. Also das ist das erste Mal in der Geschichte, dass die gleiche Firma ein Land zerstört und es nachher anschließend wieder aufbaut. Also das ist alles so absurd, aber das gehört für mich alles in die globale Agenda des Great Reset. Man muss also möglichst viel Zerstörung, Vernichtung anrichten. Man muss die Leute in Angst und Schrecken versetzen, weil das große Problem ist, und das ist das zentrale Problem, glaube ich, von 2023, 2024 und 2025, dass die Menschen die Einführung von digitalem Zentralbankgeld nicht freiwillig akzeptieren werden. Weil die Menschen werden sehr schnell merken, dass dieses Geld nichts anderes ist als die totale Versklavung der Menschheit. Das wird nämlich ein Zweiklassengeldsystem sein. Es wird eine Retail-CBDC geben für uns gewöhnliche Sterbliche und eine Wholesale-CBDC, die zwischen den Zentralbanken und den großen
Finanzinstitutionen gehandelt werden wird. Und das ist das erste Zweiklassengeldsystem in der Geschichte der Menschheit. Zudem wird digitales Zentralbankgeld dazu dienen können, uns alle möglichen Einschränkungen aufzuerlegen. Also verschiedene Steuersätze, verschiedene Zinssätze. Man wird das Geld an geografische Gebundenheit, Gegebenheiten binden können. Man wird es zweckgebunden ausgeben können. Man wird es an ein Ablaufdatum binden können. Man wird Strafzahlungen daran binden können. Man wird das Ganze an einen Sozialkreditcode binden können. Und man wird jeden Empfänger dieses Geldes jederzeit von seinen allen Finanzflüssen abschneiden können. Also das ist das, was uns da erwartet. Und interessant ist da in dem Zusammenhang ein Großversuch, der in Nigeria, also einem der größten und weitest entwickelten Länder, wirtschaftlichen Länder in Afrika mit 220 Millionen Einwohnern, vor anderthalb Jahren gestartet wurde oder vor einem Jahr und vier Monaten. Da hat man dieses digitale Zentralbankgeld in Form des E-Naira eingeführt und ist krachend gescheitert. Es haben nicht einmal 0,5% der Bevölkerung dieses Geld akzeptiert. Es hat aber eine große Welle gegeben von Leuten, die plötzlich in die Kryptowährungen gegangen sind. Also Kryptowährungen sind in Nigeria heute sehr gefragt. Interessant ist auch noch, dass die Regierung die Kryptowährungen vor der Einführung des digitalen Zentralbankgeldes offiziell verboten hat. Es war aber nicht möglich, dieses Verbot wirklich durchzuhalten. Und so auf diese Art und Weise hat man eine große Begeisterung für Kryptowährungen erzeugt. Und ich denke, dass die Pleite von FTX nicht ganz umsonst gekommen ist und auch nicht ganz zufällig gekommen ist. Und dass der Angriff auf Bitcoin auch nicht zufällig gekommen ist, sondern dass man damit also unbedingt den Menschen diesen Ausweg in die Kryptowährungen abschneiden will. Welche Rolle spielt denn bei diesem Plan mit dem digitalen Zentralbankengeld das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen? Das finde ich ja auch ganz spannend, das Thema. Ja, das ist ganz gut. Also das bedingungslose Grundeinkommen wird kaum noch bedingungsloses Grundeinkommen genannt. Das heißt heute immer das Universal Basic Income, also das allgemeine Grundeinkommen einfach nur noch, weil das natürlich an Bedingungen geknüpft sein wird. Aber das große Problem habe ich ja gerade geschildert, die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen. Wie könnte man die einführen? Und da gibt es natürlich eine ganz einfache Lösung. Man muss die Leute in solche wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten bringen, dass sie wirklich nicht mehr weiter wissen. Und dann kann man ihnen anbieten, passt mal auf, Leute, wir geben euch ein grundlegendes Einkommen, also ein Grundeinkommen, was an nichts zuerst mal geknüpft ist, sondern jeder Bürger zum Beispiel bekommt in Deutschland 1.000 oder 1.500 Euro. Der Hintergedanke dabei ist, auf diese Art und Weise könnte man die Leute schnell einfangen. Und der zweite Hintergedanke dabei ist, wir haben ja im Moment damit zu kämpfen, dass ganz viele Arbeitsplätze wegfallen aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Dass wir also ganz viele Konsumenten in unserem Wirtschaftssystem verlieren. Und der Hintergedanke ist, dass man diese Konsumenten dann über das Grundeinkommen wieder als Konsumenten ins System mit hineingeben könnte. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist die Modern Monetary Theory. Nur leider ist diese Monetary Theory absoluter Unsinn, weil die den Grundgedanken des Geldes, den historischen Grundgedanken des Geldes verkennt. Also Geld war immer ein Repräsentant von physischen Werten. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich geändert. Und da sind riesige Blasen entstanden, die werden irgendwann platzen. Und dann werden die Leute erkennen, dass dieses nicht physisch gedeckte Geld eigentlich keinen Wert hat. Aber bis das passiert, kann man natürlich an diesem Narrativ weiterarbeiten. Aber für mich ist das Universal Basic Income eine der Vokabeln, die uns in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich immer wieder um die Ohren gehauen werden. Weil ich glaube, dass man versuchen wird, also die Arbeitslosigkeit weiter zu fördern. Wir sehen ja auch im Moment im Bereich der Nahrungsmittel, dass da geschraubt wird an allen Ecken und Enden, dass die Inflation da immer höher getrieben wird, dass es eine große Knappheit gibt. Also das untere Drittel der Bevölkerung wird da in große Schwierigkeiten getrieben. Und gerade dieses untere Drittel wird dann natürlich mit offenen Armen auf dieses universelle Grundeinkommen zulaufen und das dann akzeptieren. Und so hätte man die Leute dann erstmal eingefangen. Das Problem dabei ist, das wird nicht funktionieren auf Dauer. Wenn man dieses universelle Grundeinkommen einführt, dann muss man sich nur mal ausrechnen, was dann zum Beispiel in Deutschland passiert. Stellen wir uns vor, es gibt 1.000 pro Bürger. Wir haben 80 Millionen Bürger. Das wären 80 Milliarden, die man im Monat zusätzlich ins System einspeisen müsste. Das wäre pro Jahr mehr als 1 Billion. Das würde sofort dazu führen, dass die Inflation atemberaubende Geschwindigkeit annimmt. Und das würde uns alle in ganz kurzer Zeit in eine Hyperinflation führen. Also dieser Plan wird schlussendlich nicht aufgeben. Dass die Eliten an diesem Plan festhalten, zeigt mir einfach nur, dass es im Moment keinen anderen Plan gibt. Welche Rolle, denkst du, spielen bei dieser globalen Agenda gelenkte Migrationsströme? Migration ist ja auch in den letzten Jahren ein immer wichtigeres Thema geworden, jetzt gerade in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt. Es gibt immer wieder Flüchtlingsströme, die durch Kriege auch gelenkt werden. Bevölkerung
wird in ihrer Zusammensetzung flächendeckend verändert in europäischen Staaten? Das sehen wir ja ganz klar. Also diese Migrationsströme sind immer gesteuert. Und was man muss ja sagen, politisch die wichtigste Nation der Welt sind immer noch die USA. Die sind auch wirtschaftlich im Moment noch die stärkste, auch wenn sie im Hintergrund vom Silicon Valley und von der Wall Street gesteuert werden. Aber die USA haben natürlich Konkurrenten, zum Beispiel Europa. Die europäische Wirtschaftsgemeinschaft oder die EU ist für die ein großer Konkurrent. Und wie setzt man die gut unter Druck? Indem man zum Beispiel Migrationsströme erschafft. Und wir sehen ja gerade an den letzten Ereignissen, wir sehen ja jetzt gerade an diesem schrecklichen Mordfall da in Norddeutschland, dass das auch irgendwie auf eine ganz perfide Weise ganz gut funktioniert. Diese Leute, diese Migrationsströme werden hierher geleitet. Diese Leute sind nicht wirklich integriert. Die Leute werden dann natürlich sauer auf die Kriminellen unter denen. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute dann plötzlich sagen, also eigentlich sind diese Migranten an unserer Misere schuld und nicht mehr sehen, das ist in Wirklichkeit der digital-finanzielle Komplex. Weil diese Migranten sind ja beides. Die sind ja nicht nur Täter, sondern die sind ja gleichzeitig auch Opfer. Also da muss man ganz klar sagen, dass das alles gewollt und gesteuert ist aus dem Hintergrund, um möglichst viel soziale Unruhe zu erzeugen, um Angst in der Bevölkerung zu erzeugen. Und da ist es natürlich ganz schlimm, die Lösung zu suchen, dass man einfach sagt, wir schotten uns von diesen ganzen Migrationsströmen einfach ab und glauben, dass wir dann eine perfekte Welt haben. Die Welt wird dann nicht besser, wenn die Grenzen geschlossen sind. Kein bisschen wird sie besser werden. Die Welt wird erst dann besser werden, wenn die große globale soziale Ungleichheit ins Visier genommen wird und da aufgehört wird, an den Stellschrauben weiter zu drehen. Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Es ist fast schon ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. vielleicht noch so als letzte Frage. Ich meine, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, was für ein Machtapparat wir da gegenüberstehen, da fühlt man sich ja einfach als Mensch so ziemlich klein und hilflos. Was kann man denn überhaupt aus deiner Sicht machen? Ich glaube, auf kurzfristig können wir überhaupt gar nichts daran ändern. Wir haben ganz viele Machtzügel in der Hand und werden ihr Programm erstmal weiterfahren. Aber irgendwas muss man ja doch tun können, zumindest langfristig. Wie schätzt du das ein? Ich denke, man muss da so zwei verschiedene Dinge im Auge haben. Also erstmal muss man sehen, was kann man gesellschaftlich machen und dann, wie kann man sich selber schützen. Also sich selber schützen kann man nur, indem man sich informiert und indem man ungefähr so weiß, an welchen Stellschrauben im Moment gedreht wird, um sich darauf vorzubereiten. Also ich sage den Leuten immer, sie sollen nicht unterschätzen das, was im Moment im Bereich der Nahrungsmittel passiert. Also da wird eine Verknappung der Dünger herbeigeführt, da wird eine Verknappung der Chips, die bei den Landmaschinen dann fehlen, herbeigeführt. Da werden Lieferketten zerbrochen. Wir sehen im Moment, dass die Inflation im Bereich der Lebensmittel atemberaubende Ausmaße angenommen hat, also überhaupt nichts zu tun hat mit der uns offiziellen mitgeteilten Inflationsrate. Also ich denke, da sollte jeder seine eigenen Konsequenzen ziehen. Dann muss man sagen, was kann man gesamtgesellschaftlich machen? Ich denke, das Wichtigste ist einfach im Moment die Aufklärung, dass man den Leuten erklärt, was da im Hintergrund passiert. Und ich denke, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, weil es hat noch nie so viel Kritik am World Economic Forum gegeben wie in diesem Jahr. Es hat noch nie so viele Leute gegeben, die sich dafür interessiert haben. Und wie die offiziellen Stellen da reagieren, ist ganz interessant. Also mein Buch über das WEF ist ja am 1. Dezember erschienen, ist dann am 12. oder am 14. in der Spiegel Bestsellerliste auf Platz 19 aufgetaucht. Ist dann anschließend, hat es sich wesentlich besser noch verkauft, ist aber dann sofort getilgt worden. Ist in keiner Bestsellerliste mehr aufgetaucht. Und das zeigt mir irgendwie, dass da wirklich der Nerv der Zeit wohl offensichtlich getroffen wurde. Also diese Herrschaften möchten natürlich nicht gerne, dass man ihre wirklichen Machenschaften enthüllt. Und ich denke, dass wenn man dieses Wissen weitergibt, dass man den Leuten damit so eine Grundlage dafür gibt, um das zu verstehen, was in der Welt im Moment passiert. Es gibt allerdings auch schon jetzt gute Nachrichten. Also es gibt eine für mich sehr gute Nachricht. Man muss sich nur mal den Börsenkurs von Meta angucken. Der Börsenkurs von Meta betrug im letzten Jahr irgendwie 330 oder so US-Dollar, der ist inzwischen auf 130 gefallen. Und zwar deswegen ganz einfach, weil das Projekt Metaversum absolut nicht aufgegangen ist. Also Mark Zuckerberg hat vor ein paar Jahren gesagt, in weniger als 10 Jahren oder weniger als 5 Jahren werden die Leute einen großen Teil ihrer Zeit im Metaversum verbringen. Und die Leute sind einfach nicht bereit, das zu machen. Also die Leute sind nicht bereit, sich aus dieser Welt zu verabschieden und mit so einer virtuellen Brille sich zu Hause aufs Sofa zu legen und in eine Parallelwelt zu verschwinden. Und das Schöne auch noch ist, dass ganz viele Eltern nicht bereit sind, ihre Kinder in diese Welt entführen zu lassen. Also ich denke, inzwischen merken ganz viele, wir merken ja auch, dass bei den Leuten, die im Moment politisch keine Ahnung haben,
dass bei denen so eine Grundangst besteht im Moment. Was passiert? Irgendwas um mich herum geht vor. Ich verstehe es nicht, aber es macht mir Angst. Und das Wichtigste ist, wir müssen diese Angst nicht schüren. Wir müssen einfach erklären, wo liegt die Grundlage für diese Angst und wo liegt dann der Ausweg? Und der Ausweg ist ganz einfach. Der Ausweg ist der, wir müssen die Macht dieser großen Finanzkonzerne und die Macht der digitalen Konzerne brechen. Und das muss man nicht machen, indem man zum Beispiel mit den alten Vorstellungen der Linken kommt und sagt, wir müssen die enteignen. Es hat nie wirkliche Enteignungen gegeben. Enteignung bedeutet nichts anderes als eine Veränderung der Besitzverhältnisse. Enteignung hat in der Vergangenheit bedeutet, wir enteignen den einfachen Unternehmen, den einzelnen Unternehmer oder das einzelne Unternehmen und geben das Ganze an den Staat. Bums war der nächste Besitzer dieser ganzen Sache da und damit hat man den Staat dann so mächtig gemacht. Also das ist nicht die Lösung. Aber für mich gibt es gerade im Digitalbereich eine sehr einfache Lösung. Ich denke, wenn wir alle fordern würden, dass alle Patente und alle Lizenzen freigegeben würden, dann wäre die Macht der großen Konzerne gebrochen, weil deren Macht stützt sich zu fast 100% darauf, dass sie Patente und Lizenzen über Dinge besitzen, die wir alle nicht verstehen. Und das Wichtige ist, wir haben im Hintergrund unglaublich viel Leute, die wirklich bereit sind, sowas zu machen, die Open Source Communities gründen könnten, die in dem Bereich aktiv werden könnten. Also man könnte Apple und Google und so weiter die Grundlage entziehen. Es könnten ganz viele junge Forscher plötzlich frei von diesen ganzen Patentbedingungen anfangen zu forschen. Und ich denke, auf diese Art und Weise könnte man das Ganze auf eine friedliche Weise umgestalten. Ähnliches gilt natürlich nicht für die Finanzindustrie, aber die Finanzindustrie würde im Gefolge dieser Entwicklung auch zerfallen. Weil die sind ja die großen Eigentümer dieser Großkonzerne. Und wenn Apple und Meta und Amazon dann aufgrund dieses Patentverlustes zerfallen, dann wird auch die Macht der Wall Street zerfallen. Ernst, ich danke dir für dieses Feuerwerk im Schnelltakt kluger Gedanken. Es war immer wieder ein Hochgenuss, mit dir zu sprechen, dir lauschen zu dürfen. Ich finde deine Analysen unheimlich präzise und eloquent vorgebracht. Und ich glaube, auch den Zuschauern wird es gefallen. Wir haben unser zeitliches Soll, was wir uns gesteckt haben, jetzt erfüllt und ziemlich genau auf die Minute. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Es gibt noch viele Themen in der Zukunft zu besprechen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja, liebe Zuschauer, ciao und bis bald. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.